In Bayern, genauer zwischen München und Nürnberg, liegt das Hopfenland Hallertau. Mehr als 1000 Pflanzer erzeugen hier jährlich bis zu 30.000 Tonnen Hopfen. Von klassischen Aromahopfen über milde Bitterhopfen bis hin zu neuen fruchtbetonten Hopfensorten. Gemäßigtes Klima und gute Böden sowie Erfahrung und Leidenschaft haben die Hallertauer Hopfenpflanzer an die Spitze des Weltmarktes geführt. Der Hopfen, so heißt es im Volksmund, will täglich seinen Herrn sehen. Im Hopfenbau sind über 200 Arbeitsstunden pro Hektar zu leisten, 40 mal mehr als beim Getreide. Bereits im Spätherbst und im Winter beginnen die Arbeiten für die neue Hopfensaison. Und die Investitionen. Bis zu 20.000 Euro pro Hektar kostet die Errichtung einer neuen Gerüstanlage. Oft noch bei klirrender Kälte beginnen die Pflanzer mit dem Aufhängen der Drähte. Zu den ersten Arbeiten in der Saison zählen das Aufdecken und Schneiden der Hopfenstöcke. Nur die stärksten Hopfentriebe sollen sich durchsetzen. Damit der Hopfen den richtigen Weg nach oben findet, muss er aufwendig von Hand angeleitet werden. Hopfenanbau ist eine harte und mühsame Arbeit. An deren Ende steht ein Produkt, das für die besten Biere der Welt Verwendung findet. In der Hallertau hat sich ein weltweit einzigartiges Kompetenzzentrum für den Hopfenanbau entwickelt. Nirgends wird so intensiv über Anbau, Zucht und Verarbeitung geforscht wie im Hopfenforschungszentrum Hüll, das von der bayerischen Staatsregierung, der Brau- und Hopfenindustrie und den Hopfenpflanzern getragen wird. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit den Landwirten und wir züchten zum Beispiel neue Sorten, verbessern die Produktionstechnik, testen neue Pflanzenschutzmittel. Und so gibt es also eine Vielzahl von Sachen, die wir erforschen. Und es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf uns zu, zum Beispiel der zunehmende Klimawandel. Die Themen gehen nie aus. Man kann die beiden Sortengruppen Aroma und Bitterhopfen nicht vollständig gegeneinander abgrenzen. Typisch für Aromahopfen ist ein feines, mildes Aroma und Alpha-Gehalte zwischen 4% und 8%. Wir ernten pro Jahr mehr als 1000 verschiedene Zuchtlinien und sind ständig auf der Suche nach Zuchtlinien mit einer deutlich verbesserten Krankheitsresistenz und einem verbesserten Brauwert. Die Erfolge der Forschung sind greifbar. Über 20 ertragreiche, widerstandsfähige Hopfensorten werden heute in der Hallertau angebaut. Der Einsatz notwendiger Pflanzenschutzmittel konnte durch Züchtung um mehr als die Hälfte reduziert werden. In wenigen Monaten wächst der Hopfen meterhoch, bis zu 30 cm am Tag. Man kann der Pflanze buchstäblich beim Wachsen zuschauen. Wir schauen auch sehr genau, was in der Hallertau passiert, was die Pflanzen so treiben, was die Züchtung macht und sind eigentlich sehr interessiert an neuen Hopfensorten, an neuen Aromen, nachdem ja die verschiedenen Hopfensorten auch ganz verschiedene Ausprägungen haben im Aroma. Ja, hier in der Region, die sind ja toll, die Bauern. Also da kann man sich wirklich drauf verlassen und es macht auch Spaß, mit denen zu reden. Ich denke, die haben ein sehr hohes Qualitätsverständnis. Ja, wir haben gerade in den letzten Jahren herausgefunden, dass wir ganz tolle Möglichkeiten haben mit den Hopfensorten, mit den guten Aromasorten, die es jetzt gibt hier in der Region, unsere Biere zu differenzieren. Es wäre natürlich ein Wunsch von uns, dass hier auch in der Zukunft so ganz aromatische, so würzige Sorten angebaut werden, die teils vielleicht ein bisschen nach Beeren schmecken, teils ein bisschen nach zitronenartigen Aromen.
Sommer in der Hallertau. Der Hopfen hat die Landschaft verwandelt. Groß und mächtig beherrscht er das Bild. Der Pflanzer muss jetzt täglich nach seinem Hopfen sehen und dafür sorgen, dass er auch groß und mächtig bleibt. Servus, grüß dich. Stefan, grüß dich. Und wie schaut's aus? Schauen wir mal, ob wir was tun müssen. Eine Bestandsbonitur, Bestandskontrolle läuft im Wesentlichen immer nach dem gleichen Raster ab. Das heißt, man schaut sich zusammen mit dem Pflanzer diesen Hopfenbestand an, sammelt Informationen, kommt zum Schluss zur Diagnose und leitet dann entsprechend die weiteren produktionstechnischen Schritte ein. Bestandskontrollen und im Übrigen auch Schadschwellen sind hilfreiche Werkzeuge für einen Hopfenpflanzer, um den Pflanzenschutzaufwand pro Hektar auf ein wirtschaftliches Minimum abzusenken, ohne dabei allerdings die Liefersicherheit gegenüber der abnehmenden Hand zu gefährden. Ah, ja, hat's ganz schön gering, ja. Entsprechend hoch war der Peranospora-Druck über das ganze Jahr. Aber das wissen wir aus dem letzten Jahr. Da sollten wir jetzt reagieren. Ja, das ist okay. In der Hallertau findet der Hopfen besonders günstige Standortbedingungen. Hopfen ist eine typische Auwaldpflanze, braucht also Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius, ausreichend Niederschläge und tiefgründige Böden. Und das ist eigentlich hier bei uns in der Region perfekt gegeben. Und dazu kommt jetzt natürlich auch die große Erfahrung der Pflanzer. Meiner Meinung nach haben wir hier beste Bedingungen. Wegen der zunehmend trockenen Sommer, bedingt durch Klimaveränderung, wird vermehrt auf wassersparende Tröpfchenbewässerung gesetzt. Ende Juli ist es soweit. Spätestens jetzt zeigt sich, wie der Hopfenertrag voraussichtlich ausfallen wird. Wenn alles gut geht. Denn gerade kurz vor der Ernte, wenn die Gerüste bis zu 20 Tonnen Gewicht pro Hektar halten müssen, können Unwetter die Ernte beeinträchtigen. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Ernte. Der Hopfen steht gut da, gibt einen guten Ertrag, glaube ich. Wann meint ihr, dass es losgeht? Ja, das wird nicht mehr allzu lang dauern. Ich denke, dass wir so am 25., 26. August starten. Aber das wird sicherlich wetterabhängig sein, das ist ein Naturprodukt. Die Hopfenbauern kontrollieren ihre Bestände und es ist unterschiedlich von Jahr zu Jahr, je nach Temperatur und Wachstumsbedingungen. Aber man kann davon ausgehen, so um den 25. August beginnt die Ernte und endet in etwa am 25. September. Beginnt. Erntemaschinen haben die Handarbeit weitgehend abgelöst und sorgen dafür, dass die Dolden schonend von den Blättern und Stängeln abgetrennt werden. Der für den Brauer unbrauchbare Rest wird kompostiert oder geht in die Biogasanlage und trägt damit zu nachhaltiger Energieerzeugung bei. In der Hallertau wird der Hopfen indirekt und schonend getrocknet.
Die Dolden werden ausschließlich mit erwärmter Luft unter 65 Grad Celsius getrocknet. Nach der Konditionierung werden die Hopfen in Rechteckballen geformt. Ernten, trocknen, verpacken. Es sind rund 4 intensive Arbeitswochen, eine sehr kurze Einsatzzeit für die kapitalintensiven Anlagen, die den Rest des Jahres keine Verwendung finden. Welche Freude und Erleichterung in der Hallertau Einzug halten, wenn die Hopfenernte eingefahren ist, zeigen die zahlreichen Feste der Region. Steht verpackt zur Abholung bereit. Insgesamt rund 10.000 Hopfenpartien pro Saison, deren Herkunft lückenlos dokumentiert ist. Ehe die Ballen zur Hopfenveredelung transportiert werden, erfolgt die Musterentnahme für die neutrale Qualitätsfeststellung. In dem Bohrer passen, also wenn ich einmal bohre, passen je nach Sorte 100 bis 200 Gramm rein. Die Proben kommen in ein Labor und im Labor wird das dann genau untersucht. Bei der neutralen Qualitätsfeststellung wird der Wassergehalt untersucht, aber auch der Blattstängelanteil, der Abfallanteil, der Anteil zerbrochener Dolden und letztendlich dann auch der Befall an Krankheiten und Schädlingen. Die deutschen Hopfenpflanzer richten ihre Anstrengungen von jeher darauf, weltweit in der Hopfenproduktion führend zu bleiben. Und aus diesem Grund haben wir eine neutrale Qualitätsfeststellung eingeführt in einem externen neutralen Labor. Und darüber hinaus auch ein Zertifizierungssystem, das auch die Rückverfolgbarkeit der Hopfen vom Sudkessel bis zurück in den einzelnen Hopfengarten gewährleistet. Die Hallertau ist weltweit das größte Anbaugebiet, sowohl hinsichtlich der Fläche als auch hinsichtlich der Menge, die wir erzeugen. Also insofern sind wir in der Hallertau das führende Anbaugebiet weltweit. Die Hallertau ist nicht nur das weltweit bedeutendste Hopfenanbaugebiet. Hier stehen auch die größten und modernsten Hopfenveredelungsanlagen der Welt. Wir veredeln den Hopfen in unseren Verarbeitungswerken. Der Rohhopfen, zum Beispiel in der CO2-Extraktion, wird zunächst mal pelletiert, um das Volumen einzuengen. Und dann mit der überkritischen Kohlensäure werden die für die Brauwirtschaft wichtigen Inhaltsstoffe, also die Aroma und die Bitterstoffe, herausgelöst und es entsteht dieser CO2-Extrakt. Mit dem Extrakt, der sich in diesem Glas befindet, könnte man bis zu 100 Hektoliter Bier herstellen. Braumeister in über 140 Ländern schätzen die Hallertauer Hopfen, deren Sortenspektrum so viele Möglichkeiten bietet, um charaktervolle Biere zu brauen. 80% des deutschen Hopfens werden in alle Welt exportiert, das heißt, wir leben vom Export. Der deutsche Hopfen und der Hallertauer Hopfen wird sich auch in Zukunft am Weltmarkt behaupten, weil die hohen Anforderungen der internationalen Brauindustrie erfüllt werden, besonders in Hinsicht auf Qualität und Sortenvielfalt. Daneben gibt es in Deutschland verlässliche Vermarktungsunternehmen, eine funktionierende Infrastruktur und moderne Verarbeitungswerke, die alle vom Kunden gewünschten Hopfenprodukte liefern können. In den Verarbeitungswerken in der Hallertau, die zu den modernsten der Welt gehören, werden jährlich 40.000 bis 50.000 Tonnen Hopfen zu Pellets und Extrakten aller Art verarbeitet. Damit decken wir etwa die Hälfte des Bedarfs der internationalen Brauindustrie ab. Beste natürliche Voraussetzungen, innovative Forschung, kompetente Beratung und leistungsfähige Pflanzer haben die Hallertau zum Hopfenland Nummer 1 gemacht. Und mittendrin in der Hopfenmetropole Wolnzach laufen die Fäden zusammen. Hier im Haus des Hopfens in Wolnzach, im Herzen der Hallertau, sind die Hallertau Hopfenpflanzer verbandsmäßig organisiert. Und auch die deutschen Hopfenpflanzer sitzen hier mit ihrem Dachverband. Gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, der Erzeugergenossenschaft HVG und dem Hopfenring sitzen hier die wichtigsten Dienstleister und Berater für die Hallertauer Hopfenpflanzer unter einem Dach. Gemeinsam mit den Kollegen hier im Haus des Hopfens kümmern wir uns täglich gezielt um die Verbesserung der Produktqualität,
der Stabilität und vor allem der Wettbewerbsfähigkeit des Hallertau-Hopfens auf dem Weltmarkt. Als Verbandsorganisation, als Interessenvertreter steuern wir sämtliche Aktivitäten von Wollensach aus in einem sehr international geprägten Umfeld. Welche Bedeutung der Hopfen für die Hallertau und die Region immer schon hatte, zeigt sehr eindrucksvoll das Deutsche Hopfenmuseum in unmittelbarer Nachbarschaft von unserem Verbandshaus. Seit dem 9. Jahrhundert wird in der Hallertau Hopfen angebaut. Dieses geballte Know-how findet sich im Hopfenmuseum wieder. Hopfen in der Hallertau ist erlebbare Tradition. Und er prägt eine ganze Region. 365 Tage im Jahr.